Willst du zu mir? Ja. Was ist los? Hast du mit mir angesprochen, die Kamera? Nee. Gut. Ja, das gehört zu deinem Job. Genau. Auch. ja. Hallo erstmal. Mein Name ist Nico Hahn. Ich arbeite in der Firma SPS Motorsport als Lagerist. Bin jetzt seit knapp 8 Wochen hier neben dem Jan positioniert. War vorher 2,5 Jahre in der Werkstatt. Bin gelernter Karosseriebauer, habe die Tätigkeit auch in der Werkstatt bisher ausgeführt und ja, wurde dann Anfang des Jahres gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier das Lager und den Teileversand sowie den Teileeinkauf zu übernehmen. Bin jetzt hier in der Anfangsphase, wir sind das Lager gerade am Umstrukturieren. Ja, das wird die nächste Zeit meine Aufgabe sein. An der Rennstrecke bin ich seit diesem Jahr verantwortlich für die Telemetrie, für die Datenaufzeichnung von den Fahrzeugen. Wir bauen Kameras und GPS-Tracker in die Fahrzeuge, damit die Fahrer ihre Rundenzeiten sehen, damit die Fahrer am Ende ein schönes Video von sich selbst haben, eine Onboard-Aufnahme und damit wir einfach Zeiten vergleichen können. Und stehe während des Rennens oder während der Trainingssessions an der Boxenmauer und schreibe alles mit, koordiniere so ein bisschen die Abläufe, hole die Autos in die Box und schreibe die Zeiten auf. Noch einen BMW E36, 328 und ja, da unten steht ein frisch lackierter AX7 FC und ich hoffe, der wird nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann fertig sein, damit ich damit auch mal auf die Straße kann. Der wurde von mir komplett restauriert, einmal komplett gestrippt, entrostet, wurde dann komplett lackiert. Der Innenraum ist jetzt noch leer, da kommt ein Clubsportbügel rein und ja, der Innenraum wird dann noch auslackiert. Da kommen 2 Sportsitze rein und ja, auf Komfort wird, sage ich mal, größtenteils verzichtet. Da ist am Ende noch ein Armaturenbrett drin und ja, das war es eigentlich im Innenraum. Von außen relativ unscheinbar, also keine großen Spoiler oder sowas. Ist zwar tiefer gelegt, aber ja, keine Fenderflares oder sowas und ein paar schöne Felgen und natürlich dann der Wankelmotor mit einem schönen Turbo. Das gibt Leistung. Arbeite ich hier gerne? Ja. Ja, also sonst würde ich es einfach nicht machen, sonst würde ich woanders arbeiten, ganz klar. Aber man muss natürlich auch auf ein paar Sachen verzichten. Wir sind oft während der Saison auf der Rennstrecke an den Wochenenden. Das muss einem natürlich auch Spaß machen, das muss einem liegen. Ja, also größtenteils macht es mir natürlich Spaß, sonst wäre ich nicht hier. Im Winter ist der Druck natürlich immer wieder ein bisschen weniger. In der Hauptsaison im Sommer kann es auch abends schon mal ein bisschen länger werden. Aber damit muss man rechnen, wenn man hier anfängt. Und ja. Weil wir mit Herzblut dabei sind, also jeder hat dieselbe Einstellung. Wir geben jeden Tag alles, machen auch mal länger als 5 Uhr, wenn es nötig ist. Und bei uns ist sich keiner für irgendwas zu schade. Ja, super Truppe.